Da seid. Der Regen hat nachgelassen, das Wetter wird schön und wenn wir hier sind, kommt auch die Sonne wieder raus. Ich begrüße euch im Namen der Legida und ich freue mich, dass ihr so zahlreich trotz allem gekommen seid, dass ihr so mutig seid und Gesicht zeigt. Danke. Ich danke euch, weil es nicht selbstverständlich ist in dieser Stadt und darum ist das so wichtig. Nach einer kurzen Sommerpause stehen wir heute wieder hier, um unseren friedlichen Protest auszudrücken. Ich kann euch sagen, wir waren nicht untätig. Die Pause wurde genutzt. Wir haben nicht die Pause gemacht, weil wir die Pause brauchten, sondern wir haben die Technik angepasst. Wir haben weiterhin uns vernetzt mit Bürgerbewegungen im ganzen Land. Wir haben verschiedenste Orgas unterstützt. Wir haben Veranstaltungen unterstützt. Und wir haben auch die eigene Orga gestärkt. Und wir mussten uns mit fadenscheinigen Anschuldigungen vor Gerichten herumschlagen. Einen ersten Etappensieg konnten wir hierbei erreichen und versprochen, weitere werden folgen. Eines kann ich euch versprechen, ganz viele hier auf dem Platz kämpfen in der ersten Reihe. Und wir zählen auf jeden einzelnen von euch
und auf jeden Einzelnen, der hier in Leipzig schon mal Gesicht gezeigt hat. Ich denke an die 5.000 vom Januar 2015, an die 15.000 vom Februar und an die vielen, vielen Menschen, Bürger, denen Meinungsfreiheit wichtig ist. Wenn ich über die letzten 2 Jahre nachdenke, die uns alle sicher sehr beschäftigt haben, dann bemerke ich, wie sich unser Land verändert hat. Im Januar 2015 traten Bürger in Leipzig auf die Straße, um auf Missstände friedlich aufmerksam zu machen. Noch schlecht organisiert und auch politisch ungeschult. Vielleicht noch etwas naiv, doch gerade deshalb authentisch und ehrlich. Die ersten, die dagegen lauthals schreiend antraten, waren linke oppositionelle Gruppen, gerade hier in Leipzig. Geduldet und unter jahrelanger Kontrolle der Machtorgane. Die Lage wurde für maßgebliche Eliten unübersichtlich, sodass in diesem Land einer Schuldkultur der abschreckende Begriff gegen friedliche Bürgerprotestler gefunden wurde. Es waren auf einmal alles Nazis und Rassisten. Ein Bürgermeister, verschiedene Politiker, einige Kirchenvertreter, maßgebliche Gewerkschaftsvertreter, Medien und sogar einige Polizeiobere reihten sich bei dem bisher unliebsamen Autonomen bis hin zur Antifa ein. Es genügte schließlich der Schein einer bisherigen Opposition. Mit voller Kraft lief die Kampagne der Bekämpfung. Selbst das Grundgesetz wurde teils willkürlich hier in Leipzig außer Kraft gesetzt. Finanziell und medial unterfüttert lief die ungleiche Schlacht bis hin zu Verängstigung, bis hin zu Verleumdung, bis hin zu Jobverlusten von Teilnehmern, bis hin zu Brandanschlägen und schweren Körperverletzungen bei gleichzeitiger Nichtaufklärung dieser Fälle. Aber eines kann ich euch versprechen, da sind wir aber immer noch. Ich danke euch. Liebe Freunde, ist es wieder soweit, dass man in Deutschland Menschen als Pack bezeichnet, habe ich mich im letzten Jahr schon gefragt. Heute werden bewusst kritische Bürger als Rechte, als Nazis, als Rassisten, als Hetzer hingestellt. Ist es wieder soweit, dass man in einer Volkskammer 2.0 dem Menschen Demokratie vorgaukelt, jedoch die Beschlüsse von wenigen längst gefasst sind? Ich hätte nie geahnt, wie gesellschaftsfähig eine politische Meinungsdiktatur mit Hass und Hetze gegenüber Bürgern werden kann. Bis in Familien hinein ist die Gesellschaft gespalten. In jene, welche aus Angst um Freunde das hässliche Spiel mitspielen, in jene, die ihre Augen schließen und resignieren, und in die Mutigen, in euch, in diejenigen, die an Demokratie glauben, die eine Meinungsfreiheit fördern und fordern und alles zum Wohle des Volkes oben anstellen. Lasst uns Ängste in diesem Land bekämpfen. Lasst uns unser Land. Lasst uns unser Land mittels eines vorhandenen Grundgesetzes verändern und wieder zum Erblühen bringen. Wer das Volk bekämpft, bekämpft den Souverän. Wir sind das Volk.
Es tun sich in diesem Land Parallelen auf zu fast vergessenen Zeiten. Es war einmal ein demokratischer Staat mit der Anwendung eines Grundgesetzes. Vergleicht bitte. Ich lese kurz einen Auszug aus Wikipedia vor, ein Auszug zu den Methoden der Stasi. Die Stasi-Mitarbeiter missachteten Menschen- und Persönlichkeitsrechte, um Personen systematisch zu bespitzeln. Sie überwachten die Systemkritiker, kontrollierten ihre Post, hörten Telefone ab und verschafften sich unerlaubt Zutritt zu ihren Wohnungen. Ihr Ziel, alles über das Leben des Betroffenen zu erfahren. Die Stasi-Mitarbeiter verbreiteten Gerüchte, um Beziehungen, Freunde und Kollegen zu belasten. Sie erzählten diesen etwa, dass der Betroffene alkoholabhängig wäre, homosexuell oder rechtsextrem. Oder dass er Kontakte selbst zur Stasi pflege. Halfen die Einschüchterungsversuche nicht, gingen die Experten von der Staatssicherheit noch einen Schritt weiter. Sie wendeten Gewalt an, beschädigten Wertgegenstände oder attackierten den Betroffenen selbst. Die Stasi-Mitarbeiter erteilten Hausverbote oder beschlagnahmten den Personalausweis, um eine Ausreise zu verhindern. Alle diese Maßnahmen sollten Systemkritiker einschüchtern. Möglich war das nur, weil es keine Gewaltenteilung gab, wie sie etwa in der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz verankert ist. Alle Gewalt ging in der DDR vom Staat aus. Wer sich dem Staat widersetzte, war eine Bedrohung des Systems. Ich frage euch, haben wir hier in diesem Land heute noch eine Gewaltenteilung? Bemerkenswert war in der letzten Woche ein Artikel in der Bild-Zeitung. Auch sowas wurde uns dann mal zugespielt, weil abonnieren tun wir sowas schon lange nicht mehr. Aber es war bemerkenswert, in diesem Artikel ging es um den Begriff Großangriff auf die Freiheit. Sollten deutsche Behörden nicht das Grundgesetz auf Meinungsfreiheit schützen, statt sich unter anderem zur Sprachpolizei aufzuheben? Wie wichtig ist uns in Deutschland die Freiheit der Meinungsäußerung? Und wer schützt dieses zentrale Grundrecht unserer Demokratie? Ist das nicht eigentlich die Aufgabe von Behörden und Politik? Betrachtet man die Äußerungen von Ministerien oder Polizei, bekommt man derzeit oft ein anderes Bild. Ich denke da nur an einen Justizminister, ich denke da aber auch an eine ehemalige große Zeitung hier in Leipzig. Im Internet gäbe es mittlerweile einen deutlich aggressiveren und meist politisch vorgehenden Gesellen, den Hate Speaker, hieß es da. Diese sind nicht auf Diskurs aus, sondern wollen schnell und brachial ihre hetzerische Botschaft unter der Überschrift, das wird man ja nochmal sagen dürfen, verbreiten. Und dann war da noch dieser Tweet, den man als Maulkorbdrohung für kritische Geister lesen kann. Jeder darf seine Meinung haben. Daraus ergibt sich aber nicht das Recht, sie überall ungefragt mitteilen zu können. Das ist eine Aussage des Polizeipräsidenten in Hamburg. Wie weit geht eigentlich die Meinungsfreiheit? Jetzt der Reporter der Bild. Ist es nicht genau das durch die Meinungsäußerungsfreiheitsgesetz gedeckte Aussage? Gilt dieses Grundrecht etwa nur bis zu Wattebäuschengrenze? Gehört es nicht zu einer Debatte dazu, dass auch man nochmal verbal angreifen kann und auf Zustände aufmerksam machen kann? Die Polizei Hamburg zum Beispiel sagte dazu, teilweise würden solche Beiträge den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Und schon hagelte es heftige Kritiken von Nutzern,
Auf Twitter musste sich die Ordnungshüter peinlicherweise belehren lassen. In Deutschland darf jeder alles sagen, außer es ist strafrechtlich relevant. Und Polizei ist keine Sprachpolizei. Hat die Polizei also ihre Kompetenzen hier überschritten? Und was ist mit Richtern? Was ist mit Gerichten? Ich möchte gern an die zweite Rednerin übergeben, an die Madeleine. Die Madeleine kommt aus Dresden und hat genau zu diesem Thema Richter und Gerichte und darüber hinaus auch zum Thema Meinungsfreiheit euch etwas mitzuteilen. Bitte, Madeleine. Und hallo Leipzig. Wie ihr vernommen habt, bin ich aus Dresden heute hier und ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich bin nicht das erste Mal in Leipzig, aber das erste Mal hier in Leipzig auf dieser Bühne. Und ich danke euch, dass ihr heute alle den Mut gefunden habt, mit uns gemeinsam Gesicht zu zeigen. Ich möchte mit einem sehr, sehr trockenen Thema anfangen. Hundesteuer, Bauvorschriften, Flaschenpfand, GLZ-Gebühren oder Mülltrennung. Doch was hat das mit Terror zu tun? Darauf komme ich in meinem Redebeitrag später noch einmal zurück. Wir wissen, was Terror bedeutet. Mittlerweile wissen wir, dass in unserem Land, in unserer Stadt, in unserer Heimat. Schauen wir auf die Aussage, wir schaffen das. Was haben wir denn geschafft? Wir haben es geschafft, dass der Terror unser Leben verändert, eingrenzt und unfrei macht. Ich rede hier zunächst nicht von dem Terror, der durch Bombenanschläge, Axtattacken und mit Selbstmordattentaten von sich reden macht und Angst und Schrecken verbreitet. Nein, ich rede hier von dem alltäglichen Terror, der sich still und leise in unsere Gesellschaft mischt, unser Leben verändert, unsere Freiheit einschränkt und uns die Meinungsfreiheit eingrenzt. Ich rede hier von der Angst um unsere Kinder, denen wir gern ein freies Leben bieten wollen. Unbeschwert sollen sie spielen, unbeschwert sollen sie wie früher Sandburgen bauen, Banken bilden, Fußball spielen und das möglichst ohne permanente Überwachung. Ohne Überwachung. Ohne Überwachung, die sich Erwachsene nennen. Obwohl auch in denen noch so viel Kindsein steckt. Es ist ein Zeichen von Freiheit, unbeobachtet zu sein. Das gilt für uns im Privaten wie im Politischen und das sollte auch für unsere Kinder gelten. Doch tagtäglich schränken wir diese Freiheit nunmehr ein. Angst und Vorsicht überwiegen. Wenn es darum geht, Kindern einen Freibadbesuch zu gönnen oder sie alleine in die Disco gehen zu lassen. Wir alle kennen die Meldung, die uns anregeln und die durch unzählige Einzelfälle diese Angst schüren. In der Statistik erfasst, werden diese Einzelfälle als sexuelle Belästigung. Welch positive Umschreibung für das Unvorstellbare. Ich nenne es Terror, der den Kindern, Mädchen, Jugendlichen und Frauen angetan wird. Es ist für mich Terror, die Würde zu rauben. Es ist für mich Terror, die Freiheit zu rauben. Und es ist für mich Terror, die Meinungsfreiheit einzugrenzen. Und die Reaktion derer, die diese Zustände herbeigeführt haben, nennen wir sie Politiker. Obwohl sie als Marionetten der Globalisierung diesen Begriff gar nicht verdienen.
Politiker, egal ob die austauschbaren Buchstaben CDU, SPD, Grüne, FDP oder Linke heißen, sie verantworten den Terror und schränken als Antwort darauf die Freiheit des eigenen Volkes ein und geben dem Terror noch mehr Raum. Das nenne ich Feuerlöschen mit Benzin und wir sollten anfangen, ihn die Streichhölzer dafür wegzunehmen. Wir erleben, dass uns die Freiheit der Rede, die Freiheit der eigenen Meinung zunehmend genommen wird. Kritik an dem Unkritisierbaren wird durch den unsäglichen Paragraph 130 sogar zum Offizialdelikt. Ehemalige SED-Richter fungieren als versandtreue Systemlinge und ehemalige Stasi-Veterinärinnen, Herr mir vielleicht jemand sagt, wen ich meine, zensieren unliebsame Meinungen einfach weg. Damit sind sie alle Mittäter im Terror, der dieses Land durchzieht. Sie ändern nicht die Zustände, nein, sie ändern die Berichterstattung. Deshalb entziehen wir denen nicht nur unser Vertrauen. Nein, wir fordern, Merkel muss weg. Merkel muss weg! Und nicht nur Merkel, nein. Liebe Freunde und Patrioten, das reicht längst nicht mehr. Was dieses Land mittlerweile braucht, ist nicht eine Politikerriege durch eine andere auszutauschen. Das, was wir brauchen, sind ethische und gesellschaftliche Umbrüche und personelle Konsequenzen bis in die Landratsämter und Amtsgerichte, bis in die Rundfunkanstalte und Amtsstufen der Bürgermeister. Denn das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Viele wissen ja gar nicht mehr so genau, wie die Kanzlerin heißt. Das mag daran liegen, dass man beim Beginn einer Rede das Radio schnell leise stellt. Dann denkt man, wir werden von Frau Angela regiert. Zu Merkel hat das Zuhören nicht mehr gereicht. Aber wir sollten dieser Frau zuhören. Erst vor kurzem, in einem Halbsatz nach einer Veranstaltung in Mecklenburg, sagte sie, das, was früher Videoüberwachung war, das wird in Kürze zum Beispiel auch Gesichtserkennung sein. Hoi! 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 Stellen wir uns doch vor, dass hier zwar hunderttausende Menschen leben, die nicht registriert sind und demzufolge eine Gesichtserkennung vor Terror schützt, wie Schuhcreme vor Rotweinflecken. Nein, es ist noch viel schlimmer. Jeder, der gegen diese politischen Fehlentscheidungen aufsteht und mit uns auf die Straße geht, gegen diesen Multikulti-Wahn, gegen Import der Kriminalität, gegen sexuelle Erniedrigung, gegen ein Diffamieren der Frauen, der kann ohne sein Wissen identifiziert werden und wird es nicht bemerken. Wird verschwinden, wie es aussieht. Folgendes möchte ich zitiert vortragen. Sie wollen einen starken Staat? Einen Staat, der unser Zusammenleben regelt? Einen Staat, der Regeln nicht nur aufstellt, sondern auch ihre Beachtung überwacht? Einen Staat, der Regelverstöße auch konsequent ahndet, dann sollten Sie falsch parken. Haben Sie einen Einbruch, eine Körperverletzung oder einen Betrug begangen? Einen Menschen als Raser im Straßenverkehr getötet oder sind Sie Profi im Taschendiebstahl? Bleiben Sie gelassen. Erstmal müssen Sie erwischt werden, das Risiko ist gering. Und selbst wenn Sie das Pech haben sollten, machen Sie sich keine Sorgen. Es passiert nichts. Sie finden jemanden, der ihnen bescheinigt, dass sie eigentlich ein feiner Mensch sind. Oder dass sie irgendwie traumatisiert sind.
vernachlässigt, zu wenig geliebt oder zu viel verstanden wurden. Oder umgekehrt. Vielleicht haben die Eltern sich getrennt oder zu früh geheiratet. Irgendwas. Und dann passiert, was hunderttausendfach passiert, nämlich nichts. Der Rechtsstaat fühlt mit ihnen und gibt ihnen Ratschläge, Ermahnungen und Trainingseinheiten mit auf den Weg. Im Namen des Volkes und auf seine Kosten natürlich. Wenn sie falsch parken, kommen sie damit nicht durch. Da gibt es kein Pardon, da setzt sich der Rechtsstaat durch. Klar, auch da können sie sich rausreden und behaupten, sie hätten das Auto nicht dahingestellt. Aber die Verwaltungskosten knöpft ihnen der Staat ab. Rigoros wäre ja noch schöner. Deutschland erlahmt. Neuer Versuch. Sie wollen zu einer richtigen Strafe verdonnert werden? Das ist zu schwierig. Denn sie müssen fleißig sein. Rund 40 Straftaten in Berlin beispielsweise reichen dazu nicht. Da gibt es eine Geldstrafe unter 2000 Euro Ratenzahlung möglich. Bei kleinen Dingen kommen wir ganz groß raus. Hundesteuern, Bauvorschriften, Flaschenpfand, GEZ-Gebühren oder Mülltrennung. Da sind wir fit in Deutschland. Kleine Sachen gehen immer, große weniger bis gar nicht. Die letzte richtig große Sache, die wir geschultert haben, war die Wiedervereinigung. Eingeleitet und verwirklicht durch die Menschen, die auf die Straße gingen und die friedliche Revolution erkämpft haben. Gestaltet und umgesetzt durch clevere Politik und einen starken öffentlichen Dienst, der mit seinen Beschäftigten eine rechtsstaatliche und funktionierende öffentliche Verwaltung quasi über Nacht ans Laufen brachte. Danach kam kaum noch was. Deutschland erlahmt. Große Bauvorhaben sind nicht mehr zu realisieren. Richtige Reformen nicht durchsetzbar. Große Zukunftsmodelle nicht vorhanden. Die Republik ist zugepflastert von Bauruinen und Denkmälern des versagenspolitischer Baumeister. Zitat Ende. Zitiert habe ich keinen Nazi, sondern Rainer Wendt, den Bundesvorsitzenden der deutschen Polizeigewerkschaft DPOLG. Herr Wendt war insgesamt 25 Jahre im Schichtdienst der Schutzpolizei, bevor er zur Polizeigewerkschaft ging. In seinem Buch Deutschland in Gefahr beschreibt er, wie der Staat über Jahre kaputt gespart wurde und was für Folgen das für die Sicherheit hat. Zu diesem Punkt werde ich später noch einen Brief vorlesen. Doch für den Moment möchte ich abschließen mit einem Satz, der mir am Herzen liegt und den ich euch bitte, heute mitzunehmen. Wenn wir die Freiheit aufgeben, um Sicherheit zu gewinnen, werden wir am Ende beides verlieren. Ich danke euch. Danke, Madeleine. So, der nächste Redner, ich glaube, den kennt ihr alle, die hier auf dem Platz stehen. Der nächste Redner ist jemand hier aus dieser Stadt, der schon 2013, 2014 aufmüpfig, nenne ich es mal, aufmüpfig versucht hat, auch bei Montagsdemonstrationen Gesicht zu zeigen, die Themen hier in diesem Land, die falsch laufen, den Krieg, der hier immer vor der Haustür steht, offen anzusprechen. Ich begrüße den Stefan aus Leipzig. Hallo Leipzig. Endlich rette ich in meiner Stadt. Nachdem ich so lange in fremden Städten bundesweit unterwegs war. Danke für die Einladung an Legida. Mit Legida, das ist wie auf Bargum gehen. Ist man aufdringlich, kriegt man nichts. Wenn man seine Telefonnummer hinterlässt und sich nicht mehr meldet, dann irgendwann
wird der Begehrte sich melden. Also, wir leben in einer besonderen Stadt in Leipzig und deswegen freue ich mich, endlich hier reden zu dürfen, weil, wie Madeleine angesprochen hat, mit dem Bereich Justiz, wir haben hier ganz besonders in Leipzig stellvertretend für die ganze Bundesrepublik Deutschland ein System, das sich demokratisch und rechtsstaatlich nennt, aber das ganz anders funktioniert als nach den Regeln des Grundgesetzes, nach welchen diese Leute immer in hohle Phrasen sich immer zurückrufen. Wir haben Politiker, die sich einen Dreck kümmern der Meinung ihrer Bevölkerung und alle Entscheidungen durchsetzen, nur weil sie glauben, dass wenn sie gewählt sind, dann haben sie Narrenfreiheit. Nein, Herr Jung, es ist nicht der Fall und Sie haben so viele Gegner in dieser Stadt, glauben Sie mir, wenn alle Leute nicht in ihrer Stube bleiben würden, könnten wir den Ring wieder voll kriegen wie 1989. Wir leben in Leipzig in einer Diktatur der SPD seit Lehmann Grube, Tiefensee und Jung zusammen in Kollaboration mit der FDP, mit den Grünen, mit den Linken. Und mit der SPD natürlich als Oberherr. Herr Jung, Demokratie heißt auch wechseln. Und es ist Zeit, dass diese Stadt sich befreit von diesem Sachsen-Sumpf. Wir haben eine Justiz. Jung muss weg! Jung muss weg! Ja, der Herr Jung, der hat kein Problem, von Demokratie und Toleranz und Weltoffenheit zu reden, großfristig in jeder Kamera von MDR und anderen Sendern, aber gleichzeitig mit Straßenschlägern und linken Terroristen gemeinsame Sache zu machen. Jung, der angeblich eine Sozialarbeiterpartei gehört und vertritt, dass Rosa Luxemburg gesagt hat, Herr Jung, und auch an die Adresse der Linken wie Juliane Nagel und Herrn Kasek sage ich das, Rosa Luxemburg hat gesagt, die Freiheit ist erstmal die Freiheit der Andersdenkenden. Und wir wollen uns immer glauben lassen, ihr seid die Demokraten und wir nicht. Wir sind offener und weltoffener und toleranter als ihr, weil wir verprügeln keine Linken, weil sie links sind. Wir haben eine Justiz mit Richtern und Staatsanwälten, die auf Anweisungen der Politik in diesem Bundesland jede Oppositionell drangsalieren und vor Gericht für jede Lappalie bringen und mit Geldstrafen erdrücken, nur um die Leute finanziell und mundtot zu machen. Ich habe eine andere Vorstellung von Demokratie in einem Rechtsstaat und von Justizarbeit, nämlich nach dem Artikel 3 des Grundgesetzes. Niemand darf bevorzugt oder benachteiligt werden nach seiner Herkunft und nach seiner politischen Meinung. Wir haben eine Polizei unter der Führung von einem Herrn Meerwitz, der lieber auf der anderen Seite steht, als sich mit uns auf ihre Seite zu gesellen. Das ist klar. Man sagt immer, einmal Bulle, immer Bulle. Aber ich könnte an die Adresse von Herrn Meerwitz sagen, einmal rot, immer rot, Herr Meerwitz. Der Herr Meerwitz hat gesagt, 1990, großfressig in der Presse, in der Zeit des Anschlusses der DDR an die BRD, dass Leute wie er
schneller und besser Fuß fassen werden und sich zurechtfinden werden in dieser BRD als die Bürgerrechtler. Ja, Herr Merbitz, Sie haben recht gehabt, weil in diesem System jeder rote Scheiß von früher schwimmt wieder oben. Der Herr Merbitz, der früher ein überzeugter Kommunist war und ganz rot war und Major der Volkspolizei war und Mitglied der SED bis März 1990, er hat das sickende rote Titanic verlassen, erst wo die Spitze noch aus dem Wasser guckte. Also Herr Merbitz, Sie haben sich sehr spät aus dem sickenden Schiff gerettet, aber von einem Dunkelrot sind Sie ein Dunkelschwarz geworden. Früher gehörte er wie der Gaukler Gauk und wie die FDJ-Agitatorin Merkel. Auf der Seite der Macht der Roten hat er sich den Kommunismus auf die Fahne geschrieben, nannte die Sowjetbesatzer seine Freunde und jetzt, wie Gauck und Merkel, hat er sich den Kapitalismus auf seine Flagge geschrieben und nennt die Amerikaner seine Freunde. Herr Merbitz, der früher ein überzeugter marxistisch-leninistischer Atheist war, ist jetzt vor ein paar Jahren ganz öffentlich in der Presse konvertiert zum Katholizismus. Herr Merbitz, ich bin als Franzose katholisch geboren und getauft worden. Und Sie, Herr Merbitz, Sie sind ein Konvertierter. Und wie Pierre Vogel sind die Konvertierte, Herr Merbitz, immer die Schlimmsten. Herr Merbitz, dass Sie zu Gott gefunden haben und katholisch geworden sind, klingt für mich genauso überzeugend und plausibel, wie ob ich plötzlich hier ankündigen würde, dass ich heterosexuell geworden bin. Ich habe wieder vor ein paar Tagen den Film gesehen, Mars Attack. Und ich habe an Herrn Merbitz gedacht. Weil der Herr Merbitz ist ein Chamäleon. Er wechselt die Farbe nach dem Wetter. Ist das Wetter rot, ist er rot. Ist das Wetter schwarz, ist er schwarz. Und wenn die Marzianer uns erobern würden, der würde gleich konvertieren zur Marzianer. Und er würde denen sagen, er hat immer an UFOs geglaubt. Ja, Herr Merbitz, Hauptsache sind Sie immer auf die gute Seite der Macht. Zeigt damit, dass er ein Chamäleon und ein gesinnungsloser Mensch, der für seine Karriere in jedem System mitmacht. Aber wir sind daran gewöhnt in Deutschland, die Familie de Maizière vom Führungsstab in der Wehrmacht bei Hitler bis in die Politik zum Innenminister heute ist die Familie bekannt. Die Familie von Weizsäcker im Außenministerium von Ribbentrop. Dann als Bundespräsident, nachdem er in Westdeutschland für Mannesmann Napalm für die Bombardierung durch die Amerikaner der Zivilbevölkerung in Vietnam. Also wir kennen genug solche Karrieren von deutschen Familien, die von System zu System immer oben schwimmen. Aber Herr Merbitz, ich kann Ihnen eins sagen. Sie sind Mitglied der CDU geworden und angeblich ein überzeugter katholischer Mensch geworden. Aber wenn Sie auf die Idee kommen, bald nach Ihrer Rente zu kandidieren als Oberbürgermeister in dieser Stadt, kann ich Ihnen sagen, Sie werden dieselbe Schlappe erleben wie Herr Waschinski, weil zwar sind Sie sehr nett mit der Antifa, Herr Merbitz, aber das wird nicht reichen, damit diese Polizeifeinde ein Bullen wählen. Wir haben durch Herrn Merbitz Polizeieinsätze, die uns auch drangsalieren. Und wir erleben immer, wie wir mit anderen Maßstäben als Demonstrant im Unterschied zu den Gegendemonstranten behandelt werden. Sie dürfen gewalttätig werden bei unseren Umzügen.
Wasser von Fenster und Balkon, Urine, Steine, Bierflasche, Eier, Buttersäure werfen. Aber wir machen wir einen Finger krumm bei dem Umzug und gleich werden wir, wie ich letztes Jahr, grundlos von der Polizei überfallen. Übrigens, wir haben in dieser Stadt zwei Truppen, die schwarz gekleidet sind und vermummt sind. Das ist die Antifa und die Polizei. Der linke ist auch ist das da drin. Und obwohl die Vermummung verboten ist nach dem Gesetz oder Konsum von Alkohol für Teilnehmer von Demos, dann ist es kein Problem auf der anderen Seite, wenn Besoffene und Vermummte sich aufsammeln. Die Polizei greift nicht zu. Wenn sie Straßensperren machen für unsere Demos, werden sie nicht geräumt und wir müssen warten. Herr Merwitz, ich appelliere, dass Sie nach dem Grundgesetz jeden gleich behandeln und eine genehmigte Demo nach dem Grundgesetz unverhindert schützen gegen diese Störer. Wir haben ein RK-Sekt in dieser Stadt neben Julian Nagel, der letzte Woche vor dem Landgericht Legida gezogen hat und mit einer großen Strafe androhen wollte, weil er behauptet hat, dass er nie den Satz gesagt hätte, ich werde euch mein Antifa schicken. Ich habe erlebt, wie der Kasek, der sich selbst vertrat, in eine Gruppe eines Rechtsanwalts eine sehr schlechte Figur gegeben hat. Er hat verloren, es ist zu einem Vergleich geworden und wenn er nicht zu diesem Vergleich zugestimmt hätte, hätte es für ihn schlimm aussehen können, weil viele Zeugen mitgesehen und gehört hatten, wie er diese Drohung ausgesprochen hatte. Herr Kasek, eins ist sicher, so ein Rechtsanwalt wie Sie würde ich nie beauftragen, mich als Mandant zu vertreten. Sie waren grottenschlecht. Seit Monaten wird uns erzählt, dass immer weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Aber wenn es so ist, frage ich mich, warum in Leipzig kleinheimlich ohne Benachrichtigung der Bevölkerung, aber erst Monate später, nachdem die Baustelle fortgeschritten sind und nicht mehr zu verbergen sind, Informations- oder Pseudo-Informationsveranstaltungen organisiert werden, dann frage ich mich, wenn immer weniger Flüchtlinge angeblich nach Deutschland gelingen, warum immer mehr Flüchtlingsunterkünfte in Leipzig mit deutschem Steuergeld finanziert und aufgebaut werden. Dafür, ich habe gerade vorhin, bevor ich rüberkam, eine junge ausländische Familie muslimischer Herkunft gesehen, mit 5 kleinen Kindern mit Abstand höchstens von 2 Jahren zwischen dem Kleinsten und der Ältesten, mit großen Einkaufstüten. Es lässt sich gut leben in diesem Land mit den deutschen erarbeiteten Steuergeldern und das ist etwas, was uns finanziell belastet und auch zukunftsmäßig ein Hypothek ist, weil die Deutschen immer weniger Kinder haben und den niedrigsten Geburtenrat nicht nur in Deutschland und Europa haben, aber auf diesem ganzen Planet. Und ich frage an Herrn Schäuble, wenn Milliarden dafür Herr Schäuble zur Verfügung stehen, warum haben Sie gleichzeitig abgelehnt vor 2 Wochen im Bundestag, die Angleichung der Ost- an die Westrente zuzustimmen. Herr Schäuble, Sie sind wie Frau Merkel, die halt nach Heidenau, aber nicht in Reutlingen oder in Bayern bei den Attentaten und den Angehörigen der Opfer. Sie zeigen, dass Sie lieber Ausländer aus dem fernen Ausland und muslimischen Bereich haben, als Ihre eigene Bevölkerung. Aber eins kann ich Ihnen sagen, Sie sind bis heute von dieser Bevölkerung abhängig. Und Sie werden sehen, bei der nächsten Bundestagswahl, Frau Merkel
Die Schlappe von Mecklenburg-Vorpommern gestern war nur ein Vorgeschmack. Aber wie jeder weiß, wir sind hier auf dem Boden der ehemaligen DDR in einer langen Tradition des Wahlbetrugs. Und ich glaube wirklich, dass gestern die AfD mehr Stimmen gekriegt hat als diese 21% und dass die SPD weniger als 28% und die CDU weniger als 19% gekriegt hat. Und wer das nicht glaubt, soll einfach nach Österreich gucken, was gelaufen ist bei dieser Bundespräsidentenwahl. Das am 7. Oktober durch Bundesgerichtsentscheidung wiederholt wird. Und ich sage allen drüben nur eins. Die Wahlbetrügerei wird euch nicht retten. Es hat auch 89 die DDR nicht mehr gerettet. Und genauso wie die DDR eine Marionettenregierung fremdbestimmt durch die sowjetische Besatzung war, ist die Bundesrepublik Deutschland und Frau Merkel fremdbestimmt eine Marionettenregierung, Geschäftsführerin im Auftrag der amerikanischen Besatzer. Und wer das nicht glaubt, soll sich einfach fragen, warum die Frau Annelore Kraft als Ministerpräsidentin vom Bundesland Nordrhein-Westfalen vor einer Woche ganz pompös und offiziell das Jubiläum der Entstehung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen mit der Einladung von Prinz William aus England gefeiert hat. Damit ist bewiesen, dass wir immer noch unter alliierter Besatzung leben, weil diese angeblich souveräne Bundesrepublik Deutschland übernimmt einfach Strukturen, die von militärischen Besatzern entschieden worden sind, nämlich durch die Franzosen 1952 die Zusammenlegung unter dem Namen Baden-Württemberg von Baden und Württemberg und unter den Engländern von Lippe, Nordrhein und Westfalen. Sie merken, diese angebliche souveräne Bundesrepublik Deutschland übernimmt alliierte Entscheidungen und setzt sie fort, obwohl sie nie demokratisch durch ein Referendum entstanden sind. Also Sie merken, diese Leute sind fremdbestimmt. Danke. Danke, Stefan. Also ihr habt das anfangs mitbekommen, Stefan ist immer auf dem Platz und er hat schon tolle Reden gehalten und ich glaube, heute hat er das auch ein ganzes Stück bewiesen. Was er auch bewiesen hat, was auch die ganzen Reden, die ganzen Themen hier beweisen, es geht nicht nur um Ausländer, es geht nicht um Merkel, es geht um viel, viel mehr hier in diesem Land. Und um einen Punkt, um den es natürlich auch maßgeblich geht, möchte ich gern die Madeleine nochmal auf die Bühne bitten. Madeleine hat ein sehr emotionales Thema und möchte gern einen offenen Brief vorlesen. Nochmal kurz. Hallo. Ich habe heute stellvertretend, ich würde schon bald sagen, die Ehre, einen Brief zu verlesen. Einen offenen Brief. Ich weiß nicht, inwiefern es hier bis nach Leipzig gedrungen ist, dass es in Neustadt, Sachsen, einen Friedensrichter gibt, Lothar Hoffmann. Sein einziger Fehler war, von seinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. Er war als Redner bei Festung Europa, er war als Redner bei Pegida. Und er soll jetzt von seinem Ehrenamt als Friedensrichter enthoben werden, weil er aufgrund seiner Meinung nicht mehr tragbar wäre. Genau, in diesem Sachverhalt gab es eine Unterstützungsdemonstration in Pirna
weil das Amtsgericht in Pirna der Auslöser dieses Amtsenthebungsverfahrens ist. In dem Gesamtzusammenhang hat Lothar einen offenen Brief verfasst, den ich hier heute vorlesen darf. Ein offener Brief des ehemaligen Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei GdP in Sachsen-Anhalt, Lothar Hoffmann, an den Leipziger Polizeipräsidenten und Chef des operativen Abwehrzentrums in Sachsen OAZ, Herrn Bernd Merbitz. Sehr geehrter Herr Merbitz, als pensionierter Polizeibeamter und ehemaliger Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei GdP in Sachsen-Anhalt habe ich mich nach langer und gründlicher Überlegung entschlossen, heute in einem offenen Brief das Wort an Sie zu richten. Letzter Auslöser für diesen Schritt waren sowohl die Meldungen in der Presse in der letzten Woche als auch das Erscheinen des Buches Deutschland in Gefahr, wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt, des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft DPOLG Rainer Wendt. Da wir beide uns persönlich nicht kennen und ich davon ausgehen muss, dass Sie über meine Person nichts wissen, beziehungsweise über mich nur verzerrte Berichte aus der Presse kennen, möchte ich mich, bevor ich zum eigentlichen Kern meines Anliegens komme, kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Lothar Hoffmann. Ich bin 64 Jahre und pensionierter Polizeibeamter. Bis 1997 war ich Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei GdP im Bundesland Sachsen-Anhalt. Im Jahr 1974 bin ich in den Polizeidienst eingetreten und im Jahr 2003 schied ich aus dem aktiven Polizeidienst aus. Ich kann also auf eine 29-jährige aktive Dienstzeit bei der Polizei zurückblicken. Auch nach meiner Pensionierung engagiere ich mich weiter für Recht und Gesetz und den Dienst an der Allgemeinheit und bin seit 2014 ehrenamtlicher Friedensrichter in meinem Wohnort in Neustadt, Sachsen. Nun zum eigentlichen Grund meines Schreibens an Sie, werter Herr Merbitz. Mit zunehmender Sorge verfolge ich die rasante Zunahme von linksextremistischen Gewalttaten und Angriffen auf Polizeibeamte, staatliche Einrichtungen, politische Gegner, welche in Angriffen auf Wahlkreisbüros führender Parteimitglieder ihrer eigenen Partei und dem Angriff von Linksextremisten auf die Privatwohnungen des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow, welcher ebenfalls Mitglied ihrer Partei ist, im November 2015 gipfelt. Sie, werter Herr Merbitz, sind nicht nur leitender Polizeibeamter, Polizeipräsident der Stadt Leipzig, sondern auch Leiter des operativen Abwehrzentrums in Sachsen und damit unmittelbar zuständig für die Verfolgung solcher politisch motivierten Straftaten. Welchen Eindruck muss die Bevölkerung von Staat und Polizei gewinnen, wenn Angriffe auf den Staat, die Polizei, Polizeibeamte, Polizeistationen, Gerichtsgebäude, Fahrzeuge von Bundeswehr, Polizei, Zoll, Ordnungsamt, Politikern, Parteibüros und nicht zuletzt auf die Privatwohnung des sächsischen Justizministers von politisch motivierten Gewalttätern begangen werden können, ohne von Polizei und Justiz auf das Schärfste verfolgt und geahndet zu werden? Wie wird nicht genau das diese Täter zu weiteren, noch schlimmeren Gewalttaten animieren? Wissen wir als Polizeibeamte nicht um die Spirale der Gewalt, welche solche Täter zu weiteren, immer schlimmeren Gewalttaten anspornt? Wenn Linksextremisten, wie letzte Woche in Leipzig geschehen,
in mehreren hintereinander folgenden Nächten Angst und Terror verbreiten können und der Staat, die Polizei, mit keinen raschen Ermittlungsergebnissen aufwarten kann, ist das de facto die Bankrotterklärung des wehrhaften Rechtsstaates und der Demokratie. Wir als Polizeibeamte haben mit dem Ablegen unseres Amtseides geschworen, den Staat und die Bürger vor solchen Gewalttätern zu schützen, und diesen Eid sollten wir sehr ernst nehmen. Ich appelliere an Sie, vom pensionierten Polizeibeamten zum aktiven Polizeibeamten, sich Ihrer Verpflichtung als Leiter des operativen Abwehrzentrums bewusst zu werden und diese linksextremistischen Gewalttäter in die Schranken zu verweisen, bevor es die ersten Toten zu beklagen gibt. An dieser Stelle möchte ich noch eine kleine Passage aus dem Vorwort von Rainer Wendts Buch Deutschland in Gefahr zitieren, welches mich als pensionierten Polizeibeamten besonders nachdenklich gemacht hat. Er schreibt: Gab es das nicht schon immer, dass wir nicht alles unter Kontrolle hatten, dass wir vor Fremdenfurcht oder doch zumindest Vorbehalte hatten, dass es randalierende Rechte oder Linke, kaputte Familien oder kriminelle Banden gab oder Terroristen, die den Staat bedrohten? Stimmt, das gab es, früher alles auch. Und Gewalt gegen die Polizei gab es früher ebenfalls. Aber der Staat hat sich immer gewehrt. Mit Volksvertretern, die die Bedrohung als ihre Herausforderung verstanden und angenommen haben. Die die Sicherheitsbehörden nicht als Feind, sondern als Instrument des Rechtsstaates angesehen haben. Mit starken Strukturen, Menschen im Staatsdienst, die den Willen der demokratisch gewählten Politik konsequent umgesetzt haben. Mit Gesetzen, die nicht nur auf dem Papier standen und Gerichtsurteilen, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Genau das vermissen viele Menschen heute. Deshalb haben sie Angst und Sorge, weil sie einen Staat sehen, der schwach ist, harmlos und hilflos, der seinen Schutzauftrag nicht ausreichend erfüllt. Einen Staat, der sich zurückzieht und zusieht, der eben alles andere ist als ein starker Staat. Dabei sagt unsere Verfassung genau das Gegenteil. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist die Botschaft des Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Deutschland hat gar kein Recht auf Schwäche, sondern die Pflicht zur Stärke. Aber dieser Pflicht kommt unser Land eben nicht nach. Schon lange nicht mehr. Deshalb haben die Menschen Angst, denn unsere Sicherheit ist bedroht. Deshalb ist Deutschland in Gefahr. Es wird höchste Zeit, die Dinge zu ändern. Deshalb müssen wir dort hinsehen, wo unser Land schwach und unsicher ist. Zitat Ende. Werter Herr Merwitz, Sie haben es in der Hand. Lassen Sie sich von den Worten des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft und Mitglieds Ihrer Partei, der CDU, inspirieren und zeigen Sie diesem Straßenterror die rote Karte. Die Bürger erwarten das von Ihnen. Mit freundlichen Grüßen. Lothar Hoffmann, vorgetragen von Frau Madeleine Feiger, heute in Leipzig. Und ich kann nur sagen, lieber Lothar, wenn du das,
hier heute im Livestream vielleicht verfolgt hast. Ich danke dir, dass ich diesen Brief heute hier vorlesen durfte. Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam den Mut haben, diesen Kampf weiter zusammenzugehen. Ich danke. Ja. Danke, Madeleine. Und dem Lothar wünsche ich natürlich auch und wir alle hier alles Gute in seinem Kampf für Gerechtigkeit und für Meinungsfreiheit. Ich möchte euch ganz kurz noch jemanden hier auf die Bühne bringen, der zu Demonstrationen entsprechend Busse organisiert. Unser Organisator der Busse, ein kurzes Wort. Freunde, Patrioten, grüße euch. Vielen Dank an alle die, die gekommen sind. Und ein Aufruf auch an diejenigen, die es vielleicht über den Livestream sehen. Schließt euch endlich an, kommt auf die Straßen und helft uns. Ich möchte genau aus diesem Grunde heute zum dritten Mal aufrufen, mit uns nach Berlin zu fahren. Wir haben das Ganze schon mal im Mai gemacht. Wir haben das Ganze schon mal im Juli gemacht. Im Mai waren wir noch 29, im Juli waren wir 90. Und wir wollen erreichen, dass wir zur Demonstration hier für Deutschland am 5. November in Berlin mit mindestens 300, vielleicht, hoffentlich, das wäre mir eine große Freude, mit 500 Personen dort auftauchen, denn es ist wichtig, es ist sicherlich wichtig und ganz wichtig in jeder Stadt, in jedem Ort, auch hier in Leipzig, was zu tun. Viel wichtiger wird aber in der Zukunft sein, und ich hoffe, die ist nicht mehr fern, diesen gesammelten, diesen gebündelten Protest nach Berlin zu tragen. Wir marschieren dort durchs Regierungsviertel. Wir haben das zweimal gemacht. Die Sache ist vollkommen friedlich, ordentlich, seriös von der Polizei abgesichert. Es gab keinerlei dummen Sprüche, dumme Aufrufe, irgendwelche Probleme. Nichts ist der Fall. Es war trotzdem, es mitten im Sommer war, jetzt im Juli und mitten in den Ferien, knallhart, war heiß draußen, irgendwo bei 4000 Leuten. Wir wollen diese Zahl weiter erhöhen. Liebe Freunde, ich habe schon im Laufe der Veranstaltung Zettel verteilt, wird nicht jeder einen bekommen haben. Da wird dazu aufgerufen, die Bedingung steht drin. Ich sage es noch mal kurz an, das wird am 5. November stattfinden. Wir fahren ab in Altenburg weg, in Bonner weg. Wir fahren in Leipziger weg am Ostbahnhof, die ich schon zweimal gehabt. Auch die Zeiten sind dieselben, das habe ich alles dort unten dann. Es wird noch erweitert, ein Mitorganisator organisiert schon von Stolberg, Zwickau und die ganze Ecke auch noch. Wir hoffen, dass wir alleine über diese Tour, sage ich mal Zwickau, Altenburg, Leipzig, wenigstens 200 Mann kriegen. Und ich persönlich versuche seit voriger Woche auch das Ganze in Dresden noch auf die Beine zu stellen. Ob es mir dort gelingt, weiß ich nicht. Ja? Wer das Ganze also unterstützen möchte, da findet mich in Leipzig heute noch bis Ende der Veranstaltung in der Nähe dieser Bühne auf der Seite, beziehungsweise auch bei der nächsten Legida, egal wenn die sein wird, werde ich hier sein. Ja. Und wer es überhaupt nicht schafft, kann das nächste Mal im Oktober, wird ja wieder was sein, denke ich, dort auch noch bezahlen. Ich muss um Verständnis bitten, wir können nur aufschreiben, wer das Bargeld hinlegt, weil wir auch die Verträge mit den Busbetrieben machen. Und wir müssen sicherstellen, dass das Geld reinkommt. Es nützt uns nichts, wenn wir die dann irgendwo, sagen wir, veralbern, die fahren wir uns nicht mehr. Es ist schwer genug, solche Leute aufzutreiben, die den Mut haben. Jetzt noch an diejenigen, die Livestream ganz kurz, wer das nicht gewährleisten kann, hierher zu kommen, ja, der sollte sich vielleicht das nächste Mal auch nochmal den Livestream angucken, wenn wir den nächsten Legida gemacht haben. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Informationen dazu. Wir nehmen jeden mit, wir lassen keinen stehen. Dankeschön, ich bin jetzt auf der Bühne. Vielen Dank. Ja, wir haben heute viel über Herrn Merbitz gehört. Wir hören jetzt gerade wieder Sirenen, das ist auch ein Krankenwagen. Ich möchte mich gern nochmal bedanken bei der Polizei, bei den Polizisten, die hier die Arbeit vor Ort machen. Die Polizei!
Ihr seid klasse. Danke, Polizei. Ja, vielleicht nochmal, ich glaube, das wurde schon mehrfach gesagt und geschrieben, vielleicht nochmal auch für die sogenannte Stadtgesellschaft, wie man hier immer so schön hört. Es gibt ja Wortschöpfungen, die waren vor 2-3 Jahren noch überhaupt nicht bekannt. Die Kosten, die hier entstehen, die Polizisten, die hier stehen, die Gitter, die hier aufgebaut werden, haben nichts damit zu tun, dass wir gefährlich wären. Sondern hier gerade in Leipzig muss man Bürger schützen, die auf die Straße gehen, die die Meinungsfreiheit nutzen wollen, die Versammlungsgesetze nutzen wollen. Ich glaube, ohne eine Antifa, ohne eine Gegendemo würde das wesentlich ruhiger ablaufen. Wir bräuchten keine Hubschrauber. Sollen die doch ihre Demos machen, wo sie unter sich sind? Die Reporter, die Berichte dazu sind ja alle schon vorgeschrieben, sicherlich auch der für heute Abend. Und dazu möchte ich vielleicht noch kurz was sagen. Trotz des unfairen Kampfes mit allen schmutzigen Mitteln und Tricks holt sich, und das kann ich euch versichern, das Volk langsam seine Macht zurück. Einerseits holt sich das Volk mit demokratisch und politischen Mitteln, wie uns die Landtagswahlen in den letzten Monaten und Tagen gezeigt haben, zurück. Mit Kandidaten, aber auch in der Kommunalpolitik. Mit Menschen, die den Mut haben, den Mund aufzumachen und Gesicht zu zeigen. Mit Parteien, auch wie der AfD. Mit bisher wenigen mündigen, vernünftigen Politikerpersönlichkeiten, aber und gerade auch mit Bürgerbewegungen, die mittlerweile in ganz Deutschland auf die Straße gehen. Es ist für die Zukunft einer unserer Demokratie existenziell wichtig, dass weiterhin eine breite Bürgerschaft unabhängig von allen Parteien Gesicht zeigt und auf Missstände hinweist. Wer dies ablehnt, wer dies bekämpft, ist kein Demokrat. Derjenige tritt das Grundgesetz mit Füßen und unterstützt diktatorische Verhältnisse. Das Volk muss der Politik auf die Finger schauen und auch mal bildlich gesprochen draufhauen. Wenn gravierende Fehlentscheidungen oder auch der Filz Einzug halten. Ich selbst spiele dieses medial gewollte Spiel von links und rechts, von gut und böse nicht mit. Mir liegt die Zukunft der Menschen am Herzen. Die Bürger dieses Landes, meiner Freunde, meiner Familie. Deshalb stehe ich hier. Und ich möchte euch eine Veränderung des heutigen Ablaufes mitteilen. Wir haben geplant einen Spaziergang. Wir hatten anfangs geplant einen völlig anderen Demoort, wie schon viele Monate vorher. Wollten wir auf dem Augustusplatz, der wurde uns verwehrt, anderen wird er überlassen. Wir wollten durch die Innenstadt, wir wollten am Ring laufen, das wurde uns verwehrt, andere dürfen das. Wir sollten zum Nordplatz gehen und ich möchte euch sagen, wir gehen heute nicht spazieren. Es ist eine Entscheidung der Orga, der Legida e.V.
Es hat einerseits was zu tun mit der Sicherheit von euch. Aber es hat noch viel mehr damit zu tun, dass linke Bewegungen teilweise extremistische Bereiche über Twitter schon wieder angekündigt haben, dass sich Leute in Ecken rumdrücken sollen, dass sie rechtzeitig am Zoo stehen sollen, dass Äpfel mitgebracht werden sollen. Wir möchten, dass die Herrschaften ihre Äpfel heute Abend alle alleine essen müssen und nicht werben. Und wir hoffen, dass ihre Darmflora das auch aushält. Wenn nicht, schauen wir mal. Ich möchte mich bei der Polizei bedanken, die trotzdem alles versucht hat, das sicherzustellen. Und ich wünsche auch in der Michaeliskirche, ihr habt das in den Auflagen heute gehört, ich weiß gar nicht, ob da heute eine Veranstaltung stattfindet, aber ich wünsche denen auch eine ruhige Veranstaltung. Vielleicht werden sie etwas überrascht sein von irgendwelchen Fluktuenzen durch Äpfel, aber dann müssen sie halt durch. Vielleicht kann das Ordnungsamt ja mal die Lautstärke messen. Egal, was Medien wie LVZ oder MDR heute vermelden. Bilder von sogenannten freien Reportern, die hier auf dem Platz ihre Fotos schon geschossen haben, die oft Zuträger für kleinstes Geld sind, denn den sogenannten Medienvertretern und Mainstream-Medien geht es immer schlechter. Egal, was diese Herrschaften melden und im Kasten haben, egal, welche Artikel schon vorab geschrieben oder geliefert wurden aus dem Süden von Leipzig. Wir schauen die Themen an, die wir auf der Bühne mitteilen. Ihr informiert euch über das Internet, ihr informiert euch über alternative Medien. Es liegt nicht daran, dass es diesen Mainstream-Medien schlecht geht, dass entsprechende Medien, Abos oder Gebühren steigen. Es liegt nicht daran, dass die GEZ immer weniger Beiträge erhält, weil immer mehr Bürger mündig sind und sich dagegen wehren. Nein, es liegt mit Sicherheit daran, dass Medien den Menschen immer weniger aus dem Herzen sprechen. Und es liegt auch daran, dass diese sogenannten Mainstream-Medien immer mehr dazu übergehen, die Meinungsdiktatur zu verbreiten. Der Protest zeigt sich auch in der Auswahl von den Informationsquellen mündiger Bürger. Dies wird aber auch ebenfalls rigoros bekämpft mit Sperrungen durch Kahane und Co., mit Fake-Profilen und Denunzierungen, selbst mit Hausdurchsuchungen wegen angeblicher Hasskommentare. Sie gehen mit der Gießkanne durch die Reihen, um Ängste zu schüren und Maulkörbe zu verpassen. Meinungen, welche auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, muss eine Demokratie aushalten. Wir fordern Meinungsfreiheit. Und wir fordern Toleranz, echte Toleranz, einen offenen und friedlichen Diskurs. Hier in Leipzig, auch heute Abend, versammeln sich wieder die gleichen radikalisierten und aufgehetzten Fußtruppen. Eine Versammlung sollte vor einem Anwaltsbüro stattfinden, auf der anderen Seite der Stadt. Es wurde groß und breit dazu aufgerufen, sollte 18 Uhr beginnen. Es kam leider keiner, weil die Herrschaften sind wohl nur eine Gruppe stark. Protest ist wichtig auf allen Seiten. Aber dem Gegenprotest wurde jeglicher Dialog verboten.
man bleibt unter sich. Williges Eventvolk, sogenannte Aktivisten, welches dem Wahn verfallen ist, für das einzig Gute zu protestieren, selbst mit kriminellen Mitteln verfällt dieses Völkchen, da sie nachweislich keine echten Konsequenzen zu fürchten haben. Eine Demokultur, die unterstrichen wird durch Verallgemeinerungen und Phrasen. Dabei kann ich eine ganze Reihe dieser jungen Leute da drüben verstehen. Wer in einer Subkultur Realitäten verliert, wer unbedarft medial abnickt, wer neben Pokémon-Jagd auch mal was Richtiges machen will, wem suggeriert wird, dass sie die bösen Rassisten und die Nazis, die angeblichen Hetzer gegen alle Ausländer stehen, wer unkritisch glaubt, dass hier dumme Menschen stehen, die nicht mal schreiben können, dafür aber Flüchtlingsheime anzünden, der ist ein Produkt einer über Jahre verfehlten Entwicklung in diesem Land. Die Verantwortung dafür tragen nicht nur Politik, nicht nur Medien und Bildungssysteme allein. Es ist auch eine gezüchtete Gesellschaft der Ignoranz und der Ellenbogen. Es sind fehlende Beziehungen in Familien und in Kindheit. Ich kenne hier auf diesem Platz keinen einzigen, der 1933 zurückhaben will oder Flüchtlingsheime anzündet. Die Anheizer da drüben, die Menschen am Mikro, die Sprachführer, das sind letztlich Demokratiefeinde. Sie predigen Wasser und saufen Wein. Gerade hier in Leipzig haben wir bemerkt, dass ohne uns, ohne unseren Protest, ihr gebastelter Selbstzweck wegfällt, wie die Sommerpause gezeigt hat. Wir sind mittlerweile für einige Vereinsmafiosi und Politschranzen die einzige Daseinsberechtigung. Würde es Grünen und Linken, aber auch SPD und CDU nicht besser zu Gesicht stehen, sich mit aller Kraft um die Alltagsprobleme dieser Stadt und dieses Landes zu kümmern? Ist es nicht ein Zeichen? Ist das nicht ein Zeichen von Machtlosigkeit der herrschenden Politik, wenn wir hier offen die Probleme ansprechen müssen, auch Lösungen aufzeigen und den Menschen aus dem Herzen sprechen? Deshalb, liebe Freunde, werden wir diffamiert und bekämpft. Fremden- und islamfeindlich? Nein. Demokratisch und meinungsoffen sind wir. Und liebe Freunde, es ist wieder, immer noch und immer wieder an der Zeit. Wir haben schon viel erreicht in diesem Land. Viele Bürgerbewegungen gehen auf die Straße. Viele Bürger, auch viele wechselnde Bürger kommen dazu. Man redet nicht nur hier auf dem Platz miteinander, sondern nimmt diesen Funken mit nach Hause, mit in Familien, in Freundeskreise, auf die Arbeit zu Kollegen. Aber es kommt immer noch auf jeden Einzelnen von euch an. Auf jeden, der hier auf dem Platz steht. Auf jeden, der auch zu Hause sitzt, auf seiner bequemen Couch. Auf jeden, der im Internet zuschaut. Auf jeden, der seine Bildzeitung, seine LVZ, sein Tageblatt bereits abbestellt hat. Wir sind besser! Wir sind besser! Wir sind besser! Wir sind besser!
Es kommt auf jeden an, der bisher nicht wählen war, weil es für ihn nichts zu wählen gab. Es kommt auf jeden an, der den Frieden in Europa und in der Welt liebt. Auf jeden, dem die Zukunft seiner Kinder, seiner Familie, seiner Enkel am Herzen liegt. Rafft euch bitte auf. Lasst uns beim nächsten Mal doppelt so viele sein. Zeigt, welche Kraft dieses Volk, diese Stadt noch hat. Lebt Demokratie. Wir müssen noch mehr Druck machen, und zwar gemeinsam, alle Bürgerbewegungen gemeinsam. Wir sind eine offene, wir sind eine friedliche, wir sind eine gewaltfreie und wir sind eine parteilose Bürgerbewegung. Leipzig zeigt, wie es geht. Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, sondern wir denken geradeaus. Ich möchte noch eine kurze Ankündigung machen. Ich möchte euch bitten, dass ihr am 3. Oktober, einem sogenannten Feiertag, zu einer Demo oder zu mehreren Demos geht nach Dresden. Wir werden am 3. Oktober hier keine Demo machen. Also fahrt gerne bitte nach Dresden, bildet Fahrgemeinschaften, fahrt mit dem Zug. Ein Bus wird sicherlich auch organisiert. Wir unterstützen natürlich weiterhin viele, viele andere Bürgerbewegungen, nicht nur Dresden. Ich danke euch, liebe Freunde, für euer Erscheinen, für die Kraft, die ihr auch den anderen Menschen hier auf dem Platz gebt. Wir halten zusammen. Und zum Ende möchte ich gerne den Gernot nach oben bitten. Wir singen unsere Nationalhymne. An euch. Wir sehen uns bald wieder. Die nächsten Termine werden in Kürze veröffentlicht. Hiermit ist die Veranstaltung beendet. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Wer zum Hauptbahnhof möchte, wir gehen dann Richtung Hauptbahnhof, auch wieder geschlossen. Entsprechend mit der Polizei, die uns leider schützen muss. Ich danke euch.